Ja, hallo Michael Kotzo, hier der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute, wie reich werde ich mit Sportwetten? Selbstexperiment, bitte. Ich mache persönlich keine Sportwetten. Ich werde es auch nicht machen. Ich kenne viel zu viele, die dann halt durch Glücksspiele und so sehr unglücklich geworden sind. Aber wir schauen uns trotzdem das Video an für Unterhaltungszwecken und vielleicht hast du eine andere Meinung und findest das interessant. Also, weil ich schon öfters gefragt wurde. Also, du bist auf dem Kanal Michael Kotzo und hier findest du von montags bis freitags jedes Mal um 11 Uhr neues Reaction-Video rund um das Thema Geld verdienen und Affiliate-Marketing und Co. Wenn du mich abonnieren möchtest, recht herzlich gerne die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Und jetzt starten wir einfach mal mit dem Sportwetten-Experiment. Sportwetten versprechen das schnelle Geld. Ob online oder im Wettbüro, das Wetten gehört für viele Menschen mittlerweile zum Bundesliga-Alltag dazu. Und Anbieter von Sportwetten erwirtschaften von Jahr zu Jahr höhere Umsätze. Allein 2019 haben Deutsche knapp 9... Und ich muss euch dazu etwas sagen, ne? Ich bin ja immer Affiliate-Marketing und promote viele Produkte und so, aber keine Online-Kurse, wie man halt mit Sportwetten Geld verdient und so, oder Glücksspielkurse und so und Poker und so weiter, weil die Suchtgefahr da halt extrem groß ist. Ich könnte damit richtig viel Geld verdienen, auch mit den Online-Kursen zum Beispiel bei Digistore24 und Co. Nein, ich mache das absichtlich nicht. Ich distanziere mich davon. Da wollte ich nur mal ganz kurz sagen, aber als Unterhaltungszwecken, ist es möglich oder hat er sein ganzes Geld verspielt? Das möchte ich ja trotzdem erfahren und deshalb schauen wir uns das mal an. 3 Milliarden Euro verzockt, über die Hälfte davon in Fußballwetten. Werbung für Sportwettanbieter sieht man überall. Fast alle Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga werden von irgendeinem Wettanbieter gesponsert. Ich interessiere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht für Fußball und habe bisher auch noch nie eine Sportwette gemacht, aber ich frage mich, wie viel Geld kann man damit wirklich verdienen und wie schnell wird man süchtig nach Sportwetten? Dazu spreche ich mit jemandem, der viele Jahre spielsüchtig war und ich mache einen Selbst... Okay, cool, dass ihr darüber redet. Das finde ich sehr, sehr geil. Mal gucken, weil das ja ein Selbstexperiment ist. Experiment. Ich werde 500 Euro in Sportwetten stecken und dann schauen wir mal, wie viel Geld ich damit wirklich gewinnen oder verlieren werde. Also ich habe mich... Bei der Bundeswehr hatten wir so Tippspiel, aber mit so ein paar Euro oder so, wo ich damals bei der Luftwaffe war oder so. Die haben mich dann irgendwann rausgeschmissen. Der Oberfeldwehr war sowieso ein Punkt, Punkt, Punkt. Aber weil ich immer daneben lag. Jetzt hier bei einem Wettanbieter registriert. Aber wir haben das, keine Ahnung, mit zwei... Haben wir das mit Euro gemacht? Mit D-Mark? Mit 2 D-Mark oder 5 D-Mark haben wir das gemacht. Also ist schon sehr lange her. Und man sieht hier schon direkt, es gibt einfach unzählige, unterschiedliche Wetten. Und man sieht hier auch, auf welche Sportarten man so wetten kann. American Football, Badminton, Baseball, Basketball, Boxen, Schach. Gibt es hier gerade Live-Sachen, auf die man wetten kann? Das ist jetzt ein Basketballspiel. Wenn ich 5 Euro einsetze, dann kann ich 6,75 Euro gewinnen. Dann mach ich. Boah, und das ist doch echt ätzend, ne? Also wenn du zum Beispiel dein eigenes Business aufbaust. Im Affiliate-Marketing und du holst dir eine Domain und keine Ahnung was. Du kannst mit wenig Geld starten. So alles, was ich dir im Jetstar-Affiliate-System zum Beispiel beibringe. Aber dann kannst du dir ein dauerhaftes Einkommen aufbauen und musst nicht wetten. Also ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, schauen wir mal weiter. Das doch jetzt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auf irgendein Basketballspiel gesetzt, glaube ich. Also, je mehr ich mich hiermit beschäftige, desto mehr scheine ich das Ganze zu verstehen. Man kann halt auf alles Mögliche wetten und es gibt halt diese Wettquoten. Diese Wettquoten werden wohl von den Buchmachern gemacht. Das heißt also von dem Anbieter der Sportwette, der überlegt sich anscheinend, wie wahrscheinlich das ist, dass die eine oder die andere Mannschaft oder worauf man auch immer wettet, gewinnt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Hoffenheim gegen Bochum wetten würde, dann könnte ich, wenn ich auf Hoffenheim setze, meinen Einsatz für 1,5-fachen auf den Sieg von Bochum. Da ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten. Das heißt, da könnte ich meinen Einsatz für 6-fachen. Also aus 10 Euro zum Beispiel 60 Euro machen oder aus 10 Euro immerhin 15 Euro machen, wenn ich auf das stärkere Team setze. Ich habe meine allererste Wette gewonnen. Also ich habe, wie ihr seht, hier 5 Euro eingesetzt und 7 Euro ausgezahlt bekommen. Also klar, es ist ein okay. Kleiner Gewinn, aber ich meine 2 Euro Gewinn dafür, dass ich nichts gemacht habe, das fühlt sich schon ganz gut an. Ich möchte mehr über Sportwetten erfahren, deshalb... Und das ist auch die Gefahr, ne? Deshalb, da ist auf jeden Fall die Gefahr, mach das nicht, pass auf, lass dich da nicht halt
Bau dir lieber ein Business auf oder so, wenn du Geld verdienen willst. Aber das ist echt gefährlich. Ja. Treffe ich mich mit Tobias. Er war lange Zeit selbst spielsüchtig und ist durch seine Sucht sogar kriminell geworden. Heute geht er offen mit seiner Vergangenheit um und leistet Präventionsarbeit gegen Spielsucht. Wie war das so bei dir? Wann und wieso hast du angefangen, Sportwetten zu machen? Jetzt stehen wir hier am Borussia-Park, aber meine allererste Wette habe ich damals noch am Wökelberg abgegeben. Altes Stadion von Mönchengladbach mit 2,50 Mark und habe 21 Mark und 40 Pfennig gewonnen. Ja. Wenn man sich jetzt so richtig gut mit Sport und Fußball auskennt, kann man dann Geld mit Sportwetten verdienen tatsächlich? Wenn man eventuell eine bestimmte Einstellung dazu hat, kann das funktionieren. Wenn nicht die Gier da ist, sondern du wirklich nur gezielt auf Spiele wettest. Aber ich persönlich kann das nicht bewerten, möchte das auch nicht bewerten, ob es so ist, ob es nicht so ist. Mich würde interessieren, wie viel Geld er verspielt hat. Ich habe ja schon ein paar Mal auch Videos gesehen mit Casino-Sachen und Glücksspiel und so weiter. Und viele haben Hunderttausende von Euros verspielt. Über Jahre hinweg. In den ganzen 15 Jahren, wie viel Geld hast du da verdient oder verloren vielleicht auch? Gewinn oder Verlust kann ich dir gar nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es ein Umsatz im Millionenbereich war, was Gewinn und Verlust angeht. Aber jetzt hast du nichts mehr davon? Gar nichts. Also ich musste Privatinsolvenz anmelden, heute noch Schulden mit Gerichtskosten, wie auch immer, was ich noch abzutragen habe. Also es ist nicht so, als hätte ich mich damit saniert. Für mich ist nichts übrig geblieben, gar nichts. Tobias hat heute noch mit den Schulden durch seine Spielsucht zu kämpfen. Aber nicht nur durch Sportwetten kann man sich schnell verschulden. Das passiert zum Beispiel auch mit Ratenkäufen beim Online-Shopping super schnell. Einmal beim Checkout Ratenzahlung ausgewählt und schon hat man einen Kredit abgeschlossen, oft mit viel zu hohen Zinsen. Wenn euch das auch mal passiert ist, solltet ihr euch mal Anyfin, den Sponsor des heutigen... Das hatte ich schon mal, die Plattform wurde irgendwo gesponsert. Die sponsern gerade überall etwas, oder? Okay. Videos anschauen. Anyfin ist eine App, die prüft, ob die Bedingungen eurer bestehenden Ratenkäufe fair sind. Wenn nicht, also ihr zu viel bezahlt, schicken sie euch ein Angebot mit geringeren Zinsen. Und das geht tatsächlich richtig schnell und einfach. Ihr wählt in der Anyfin-App euren bisherigen Anbieter aus und ladet die letzte Abrechnung hoch. Anyfin prüft dann, ob sie ein günstigeres Angebot für euch haben. Wenn das so ist, aber wirklich nur, wenn ihr damit auch Geld sparen würdet, macht euch Anyfin ein Angebot. Darin seht ihr genau, wie viel ihr sparen würdet und könnt euch dann überlegen... Guck mal, jetzt schauen wir uns sogar Werbung hier an oder so. ...ob ihr das Angebot annehmt oder nicht. Die reine Anfrage ist komplett kostenlos und unverbindlich. Wenn ihr das Angebot annehmt, sorgt Anyfin dafür, dass die offene Rechnung direkt auf einmal abbezahlt wird, wodurch Zinsen entfallen und Anyfin euch ein günstigeres Angebot machen kann. Und wenn ihr dann noch den Code TOMATOLIX eingibt, bekommt ihr nochmal 20 Euro Abzug, müsst also nochmal weniger zurückzahlen. An dieser Stelle ist mir noch wichtig zu sagen, dass Anyfin nur für Menschen gedacht ist, die schon in einem Kredit hängen und den abbezahlen müssen. Ich würde euch niemals empfehlen, irgendwas auf Stimmt, gerade, also niemals etwas stimmt ja nicht, ne? Also ich würde euch empfehlen, keine Konsumsachen über Raten zu kaufen. Wenn es im Bereich Business ist oder Investitionen wie ein Haus oder so oder ein Grundstück oder von mir aus auch eine Garage oder so, ist was anderes, ne? Oder wie gesagt, du hast ein Unternehmen und hast eine Produktionsanlage, die wirst du meistens finanzieren oder so. Aber Konsumsachen, ne? Also kein Schrank, keine Kleidung, kein Urlaub und so, da ist es kacke. Raten zu kaufen, wenn es nicht auch anders geht. Also passt mit Ratenkäufen wirklich auf. Ladet euch die App gerne einfach mal runter und lasst eure Ratenkäufe prüfen. Ihr habt da echt nichts zu verlieren. Den Link zu Anyfin findet ihr in der Videobeschreibung. So, und jetzt zurück zum Selbstexperiment. Morgen ist der nächste Bundesligaspieltag. Das heißt, ich muss mir jetzt mal ein bisschen überlegen, auf wen ich denn so setzen könnte. Entweder ich gucke einfach hier bei den Wettanbietern, wie die Quote ist und setze einfach immer auf die Mannschaft, die die niedrigere Quote hat und dadurch ja vom Buchmacher zumindest als besseres Team gewertet wird. Oder ich gucke nach Tipps, auf wen ich setzen könnte. Weil ich habe gesehen, es gibt unfassbar viele Webseiten, Instagram-Accounts und Telegram-Gruppen, bei denen es Wetttipps gibt für Sportwetten. Mich würde interessieren, hast du sowas schon mal ausprobiert? Gibt es Kosten und Content? Es gibt ja auch irgendwelche Gruppen oder so, wo du halt hunderte Euros im Monat bezahlst für Tipps. Hast du damit gute Erfahrung, schlechte Erfahrung? Schreib gerne in den Kommentaren. Und du kannst gleichzeitig etwas gewinnen. 25 Euro PayPal-Guthaben. Also, du abonnierst meinen Kanal, hast du vielleicht das Video schon mit Gefällt mir markiert und Kommentar. Mach ein Foto von, schick mir das auf Instagram und einmal im Monat, immer am 1. verlose ich 25 Euro. Du kannst jeden Tag teilnehmen. Jeden Tag ist das sozusagen ein Los. Und du kannst jeden Tag meine Videos kommentieren und bekommst dann ein Los für die Verlosung. Immer am 1. Wenn das nicht geil ist, Attacke.
Hier bei der Bild gibt es zum Beispiel den Wettopa. Der haut hier wohl seine Wetttipps raus. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Webseiten, Instagram-Accounts und so weiter angeguckt. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht weiter. Das ist super schwer. Die sagen alle unterschiedliche Sachen. Bielefeld, Stuttgart, lass uns einfach 20 Euro, oder? Leverkusen gegen Hertha. Komm, machen wir da mal 30 Euro. Hoffenheim gegen Bochum. Ich da mal auch 30 Euro. Fühlt sich schon komisch an, einfach so zack, irgendwie 30 Euro weg. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal 12. Ja, also er hat ja aber jetzt auch ohne Sinn und Verstand, oder? So wie sich das angehört hat. Also, ja, ich würde es gar nicht machen. Ich war in Las Vegas, mein erstes Mal Las Vegas und bis jetzt war ich leider nur einmal dort. Ich habe nicht einen Cent verspielt. Weißt du Bescheid, was ich davon halte und so? Da baue ich mir lieber mein Business auf. Da habe ich lieber eine tolle Kamera, einen Computer und sonstige Sachen und investiere da rein. Offene Wetten für den nächsten Bundesliga-Spieltag. Aber ich habe jetzt noch nicht mein komplettes Limit in Sportwetten reingesteckt. Das heißt, ich kann vielleicht auch noch mal live während des Spiels ein bisschen zocken. Dann habe ich auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür. Bei Sportwetten habe ich immer das Gefühl gehabt, ich könnte das mit beeinflussen. Ich wäre selber mit einem Trainer. Ich wüsste, der spielt nicht, der hat eine gelbe Karte. Also du hast echt das Gefühl, man könnte da was bewegen. Das war so meine Intention dabei. Ich könnte da mitspielen, in Anführungszeichen, was ja völliger Schwachsinn ist. Aber so glaube ich, dass sich deswegen auch so ein bisschen die Abhängigkeit entwickelt hat, weil ich denke, ich könnte da was bewegen. Ja, und zu meiner Sturm- und Drangphase dann habe ich dann 3 Tage durchgespielt. Dann habe ich morgens früh mit Tischtennis in Russland angefangen, habe nachts mit Basketball in Trinidad und Tobago aufgehört, weil dann ist es völlig egal. Dann geht es wirklich einfach. Okay, das ist schon heftig, das ist schon traurig. Ja. Nur darum, dass du daran teilnimmst, du kennst die Mannschaft noch gar nicht. Dann geht es dann wirklich nur noch um Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und eigentlich nur noch auf Quote. Es ging dann nur noch um die Quote. Also ich habe auch keine kleinen Quoten gespielt, sondern das muss dann mindestens 1,80, 1,90, 2er Quote gewesen sein. Ob du die Mannschaft kannst, war völlig egal. Wie viel Zeit hast du dann tatsächlich mit Sportwetten verbracht irgendwie? Eigentlich jeden Tag. Also hast du jeden Tag gespielt, bis jeden Tag? Ja, wenn ich Geld hatte, das kommt immer da hinzu. Es gab mal Phasen, da hattest du mal 2, 3 Tage nichts. Dann hast du dir halt illegal die Droge Geld besorgt. Für mich ist Geld halt die Droge gewesen zu dem Zeitpunkt. Am liebsten hätte ich durchgespielt. Ne? Du hast die Arbeit vernachlässigt, du hast während der Arbeit gespielt, du hast die freie Minute, die es gegeben hat, gespielt. Körperpflege war gar nicht mehr wichtig. Ob du gestunken hast, egal, duschen war völlig egal, Hauptsache Wetten abgeben. Ne? Also nein. Das war schon aber hart. Das sind halt, ich so möchte wissen, seelische Probleme. Ne? Also deshalb distanziere ich mich davon. Warum Menschen eigentlich süchtig werden nach Sportwetten. Und deswegen bin ich jetzt zu einem Interview mit Andrea Wöhr von der Forschungsstelle Glücksspiel verabredet. Wieso werden Menschen süchtig nach Sportwetten? Ja, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Wenn sie zum Beispiel total fußballbegeistert sind und für sie ein Fußballspiel viel aufregender ist, wenn sie dann immer auch noch drauf wetten, dann spielt das eine Rolle, ihr Umfeld, wenn alle Leute in ihrem Bekanntenkreis auch wetten und sie sich da gegenseitig so ein bisschen überbieten möchten und ihre Persönlichkeit, vielleicht möchten sie ihre Fachkenntnis einfach zeigen oder sie spielen, um zu verdrängen, weil sie eine Auszeit haben möchten von Alltagsproblemen und Sorgen. Man geht davon aus im Gehirn, dass da verschiedene Boten stehen. Dann fahre ich aber lieber im Urlaub. Dieses Jahr sind auch schon ein paar Sachen geplant und so. Und auf meinem neuen Kanal, Michael Filmt, könnt ihr mich da auch ein bisschen begleiten. Bald fährt ihr mir einen Vlog, habe ich schon gedreht. Aber der ist nicht so besonders cool. Und ich bin in 2 Wochen in Barcelona, dann halt danach den Monat in, also ich bin ja sowieso eher den Sommer in Nizza, aber dann Auszeit von Nizza Richtung Barcelona und dann halt nochmal Venedig, Pizza essen und Paris und so weiter. Ja, man muss ja auch mal von Nizza eine Auszeit haben. Ne? Gut, das ist ja jetzt auch nicht. Stoffen, die zum Tragen kommen, zum Einsatz kommen, das sind Dopamin und Serotonin. Die wirken so ein bisschen anregend und entspannend, das ist dann sehr angenehm. Und wenn Sie dann eben immer dieses Gefühl weiter erzeugen möchten, immer wieder haben möchten durchs Spielen, dann müssen Sie auch die Dosis anpassen und erhöhen und das kann dann der Weg in die Sucht sein. Aber kann man nicht vielleicht als Sportprofi tatsächlich Geld damit verdienen? Also eigentlich ist es ja eher so, dass unter den Menschen, die Probleme bekommen mit Glücksspielen, sind besonders viele, die sich gut auskennen, also gerade Berufssportler oder Menschen aus Sportvereinen, die so den Anteil von dem, was sie da beeinflussen können am Spielausgang überschätzen. Wir haben Bundesliga Samstag und die Spiele fangen gerade alle an. Ich bin sehr gespannt, ob meine ganzen... Ich möchte mal wissen, wie viele Schiedsrichter spielen. Gerade die in den größeren Ligen, höheren und so, dritte Bundesliga, zweite und erste und so. Oder ob dann halt sofort, werden die sofort rausgeschmissen. Also auf eigene Spiele werden die jetzt wahrscheinlich rausgeschmissen oder so, aber auf fremde Spiele...
Wetten aufgehen werden. Und ich habe mir überlegt, ich werde auch noch so ein bisschen live mittippen. So für den Nervenkitzel. Mal gucken, wie viel Geld ich heute verlieren oder gewinnen werde. Gestern Abend war ja schon das erste Spiel. Da habe ich ja auf Union Berlin und Köln gesetzt. Ich habe getippt, dass beide ein Tor schießen. Und das hat nicht funktioniert. Also das Spiel ist 1-0 ausgegangen. Das heißt, ich habe meinen Einsatz von 20 Euro verloren. Also das heißt, ich bin gerade auf jeden Fall im Minus. So. Wie sich das hier gehört, ne? Ich habe schon so lange kein Fußball mehr geguckt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen... War ich auch nicht. Ich wollte die ganze Zeit immer hier Nizza zum Spiel gehen oder in Monaco. Gerade wenn vielleicht Paris zu Gast ist oder so. Und ich vergesse immer Karten zu holen oder so. Auch letztes Jahr oder so. Gewettet habe, habe ich schon ein bisschen mehr Bock, mir das anzugucken, ehrlich gesagt. Weil jetzt geht's ja um irgendwie was, sonst ist mir das komplett egal. Also bisher ist auf jeden Fall überall noch 0-0, ist noch nichts passiert. Könnten zum Beispiel machen nächstes Tor oder sowas vielleicht. Ich setze jetzt drauf, dass Hoffenheim auch das erste Tor oder das nächste Tor schießt. Ja, machen wir mal 10 Euro darauf. Ich gebe mehrere Live-Wetten ab, aber weil das mega verwirrend ist und alles irgendwie gleichzeitig passiert, springe ich mal direkt zu meinem Halbzeitergebnis. Ich habe meine ersten Wetten gewonnen. Ich habe nämlich zum Beispiel getippt, dass hier Freiburg-Bayern die erste Halbzeit unentschieden spielen. Haben sie getan. Das heißt, ich habe aus 20 Euro 28 Euro gemacht. Das gleiche bei Frankfurt gegen Fürth habe ich auch. Aber 28, du hast 8 Euro gewonnen mit den Verlustrisiken von 20. Das musst du dir mal ausreden. Die Quote ist kacke. Da investiere ich doch mein Geld lieber. Aber... auch gesagt, die spielen unentschieden. Da habe ich aus 10 Euro 14 Euro gemacht, also beides 1,4er Quote. Aber ich habe auch zwei Wetten zwischendurch gemacht, die nicht aufgegangen sind. Das heißt, insgesamt habe ich gewonnen in der ersten Halbzeit 12 Euro mit meinen Wetten. Verloren habe ich aber 15 Euro, das heißt minus 3 Euro bisher. Aber man muss sagen, die Spiele, die ich so gestern getippt habe, da sieht es bisher ganz gut aus. Es macht auf jeden Fall mehr Bock, sich das Ganze anzugucken, wenn man gesetzt hat, weil man einfach so ganz anders so involviert ist. Wie hast du das Ganze denn überhaupt finanziert? Am Anfang habe ich das alles nur relativ mit meinem Ausbildungsgehalt finanziert. Da waren die Einsätze auch noch nicht so. Und irgendwann hast du dir halt quasi das Geld dann illegal beschafft, wie ich jetzt mal so schön sagt. Du hast halt Leute beschissen, beklaut, betrogen. Und dann hast du halt automatisch die Einsätze höher gemacht. Ne? Also das heißt, du hast so dein Umfeld komplett beklaut. Alles zerstört. Mannschaftskasse des Fußballvereins geklaut. So als Beispiel. Und das meine ich halt, das ist das Ekelige bei diesen Suchtdingen. Ich mache ihnen keinen Vorwurf oder so. Das ist eine Sucht oder so, aber das ist das Ekelige der Sucht. Ne? Spiele, private Menschen beklaut. Mhm. Ich habe Wettbüros beschissen, sage ich jetzt mal so. Ja, und dann kam es dann halt zu Anzeigen immer wieder. Ne? Darauf bin ich heute auch nicht stolz. Aber da merkst du, was das eine Sucht in dir auslöst, war mir völlig egal. Die Konsequenzen trage ich heute noch. Ich glaube, viele Menschen denken ja, jemand. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Genau, viele denken, hör doch einfach auf zu spielen. Lass es doch einfach sein. Geht aber nicht. Lass es einfach. Ne? Viele Leute haben immer zu mir gesagt, musst du das jetzt machen? Musst du doch nicht. Muss ich ja auch nicht. Ja, ich muss aber auch kein Bier trinken. Ich muss aber auch keine Drogen konsumieren. Ich muss das aber. Man spricht von einer Impulskontrollstörung. Das heißt, es ist ein zwanghaftes Verhalten, das nicht zu kontrollieren ist. Glücksspielsucht kann auch diagnostiziert werden, jetzt von Ärzten, Psychologinnen und auch die Krankenkassen und Rentenversicherungen, die erkennen Glücksspielsucht als Krankheit an und finanzieren dann die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt da eine spannende Sache, und das war damals, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, 2014. Und ich habe 4-0 getippt, dass Deutschland 4-0 gewinnt gegen Portugal. Das Spiel ist 4-0 ausgegangen. Ich habe über 20.000 Euro gewonnen. Über 20.000 Euro mit einem Spiel, weil ich das Ergebnis getippt habe. Ich bin am nächsten Tag dahin gegangen, wollte mein Geld abholen in dem Wettbüro. Es lag auch alles fertig. Was denkst du, Felix, mit wie viel Geld ich denn an dem Tag aus dem Wettbüro rausgegangen bin? Wahrscheinlich mit nichts. Mit gar nichts, genau. Du hast alles direkt wieder reingesteckt. Genau, alles. Okay, es geht jetzt weiter. Die zwei. Das ist krass. Und alles verloren auch. So viel geht. 20.000 Euro, musst du dir mal vorstellen. Ja, heftig. 20.000 Euro liegen dort, du kannst damit rausgehen. Dafür kriegst du schon ein schönes Auto. Dafür kriegst du auch ein gebrauchtes Auto, eine Weltreise und für ein paar Wochen oder nach New York. Und du hast immer noch so viel, um deine Wohnung einzurichten oder so. Und das geht immer eben heftig. Zweite Halbzeit läuft. Jetzt wird's ernst. Okay, geil. Also, Hoffenheim hat ein Tor gemacht. Damit ist meine Wette wieder im Rennen. Das ist ganz geil. Noch ein Tor mehr, dann
ist alles gut. Was mir gerade auch aufgefallen ist, wie viel Werbung für Sportwettanbieter hier in der Bundesliga läuft. Also die ganze Zeit kommen irgendwelche Werbespots oder Einblendungen oder was auch immer. Naja, weil die halt sehr viel Geld an die doofen Leuten verdienen, die dann halt süchtig werden. Ne? Vielleicht erstmal einsteigen aus Jux und dann halt süchtig werden. Und der Einstieg ist ja das Doofe dann. Ne? Nachher kannst du nichts mehr dafür. Hier die unterschiedlichsten Sportwettanbieter. Das ist schon krass. Also das ist mir nie aufgefallen. Sportwettenwerbung würde ich verbieten. Das ist Fakt. Würde ich verbieten. Weil das halt ein Triggerpunkt ist für viele Menschen. Die verdienen ja ihr Geld dann nicht von Leuten, die mal so einen Wettschein abgeben für 5 Euro oder 10 Euro. Nein, die verdienen ihr Geld mit von Abhängigkeitserkrankungen. Und das geht nicht. Auch ganz spannend. Viele ehemalige Stars zu meinem jungen Alter machen jetzt Werbung für Wettanbieter. Da fehlt mir jegliches Verständnis für. Olli Kahn ist Botschafter damals gewesen, bevor der Präsident wurde beim FC Bayern. Und dann, ja, ihre Wette in sicheren Händen. Alter, hau mir ab. Ihre Wende in sicheren Händen, weil der war Torhüter, war der Star. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Man geht davon aus, dass Werbung jetzt ungut ist für bestimmte Personengruppen. Man denkt da an Kinder und Jugendliche und an Menschen mit Glücksspielproblemen. Kinder und Jugendliche. Übrigens, ich habe sowieso keinen Bock mehr auf Fußball gehabt. Ne? Erstmal bin ich ja sowieso um die Welt am Reisen und so. Aber dadurch, dass da halt auch viele Spiele nicht mehr öffentlich ansehbar waren und die das immer wieder zurück, sonst hast du ja eigentlich fast alle Champions League-Spiele konntest du ja mal sehen vor keine Ahnung wie vielen Jahren, gerade deutsche Mannschaften oder so. Und nachdem die aber dann halt alles dann halt im Bezahlfernsehen reingepackt haben oder so, umso weniger Bock hatte ich dann auch. Deshalb, weil man nicht möchte, dass so ein Automatismus im Kopf hergestellt wird zwischen, jedes Mal, wenn ich jetzt eben Fußball spiele, schließe ich automatisch auch eine Wette ab. Und bei Menschen mit Glücksspielproblemen, die ihr Spielverhalten reduzieren möchten oder ganz einstellen möchten, da macht es eben keinen Sinn, wenn sie ständig neue Anreize bekommen. Ich finde das schon verrückt, dass selbst in der Sportschau, also in der Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Tipico, also ein Sportwettanbieter, als Sponsor auftritt und dass dafür geworben wird. Und ich habe gerade mal recherchiert, wie das denn sein kann. Die ARD sagt dazu, Tipico als Premium-Partner der DFL hat bei allen Medienpartnern der DFL ein Erstzugriffsrecht bezüglich Programmsponsoring und Sonderwerbeformen. Die ARD will also sagen, dass sie keinen Einfluss darauf hat, wer da Werbung in ihrem Programm schaltet, weil das halt ein Vertrag von der DFL ist und sie das dann halt einfach umsetzen müssen. Finde ich schon ein bisschen absurd, oder? Dass irgendwie die ARD dann einfach Werbung für Sportwetten macht und sagt, yo, wir können da nichts dran ändern. Das ist halt so. Oh, Alter! Gerade läuft's nicht. Also jetzt hat Bayern ein Tor gemacht, Bielefeld jetzt. Nur die ARD könnte aber sagen, hey, wir übertragen das aber auch nur, wenn wir uns die Werbepartner aussuchen können. Sonst kann das ja dann halt gerne Sat.1 machen oder sonst was. Einfach mal Eier in der Hose, oder? Wir brauchen Eier, Eier brauchen wir. Ne? Um das in den Worten von Olli Kahn zu sagen. Jetzt sind alle Wetten hin. Alter, das lief so gut. Oh, nein. Scheiße. Nächste Wette verloren. Oh, das macht keinen Spaß. Ist das? Ja. Freiburg hat ein Tor gemacht. Das heißt, der Ausgleich. Meine Wette ist wieder drin. Geil. So schnell geht das. Das ist so ein richtiges Auf und Ab. Das gibt einem dann schon so ein bisschen Adrenalin, ne? Okay, die Spiele sind vorbei und es ist ein bisschen frustrierend. Bei den 5 15.30 Uhr Spielen, die gerade liefen, habe ich bei einem richtig gelegen. Da habe ich aus 30 Euro 42 Euro gemacht. Alle anderen 4 Spiele habe ich verloren. Das heißt, ich habe da den Einsatz insgesamt von 100 Euro verloren, einmal 12 Euro Gewinn gemacht. Das lief jetzt erstaunlich scheiße. Also es sind noch ein paar Spiele offen. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren. Aber die Zahlen spielen ja auch gegen dich, ne? Dann halt gerade bei der, ne, wenn du 20 Euro investierst und kannst nur 8 Euro Gewinn machen. Schon krass. Also einfach echt viel Geld habe ich gerade verballert. Stell dir mal vor, du musst dann halt auch, eine hast du verloren, einmal 20 Euro hast du verloren, musst du wieder dreimal im Plus sein, um dann halt 24 Euro zu verdienen oder so. Eine 20 Euro Wette verloren, musst du dreimal im Plus sein mit 8 Euro oder sowas. Also die Zahlen spielen gegen dich.
Ich bin jetzt 2 Jahre raus und das heißt jetzt nicht, dass du seit 2 Jahren, wenn du aus dem Gefängnis 2 Jahre raus bist, dass die Welt in Ordnung ist. Mhm. Ich muss mir alles wieder erarbeiten, ich muss mir alles erkämpfen, ich muss um alles tun, ich muss alles machen. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil ich mit dieser Abhängigkeitserkrankung leben muss. Da muss ich immer achtsam sein, ich muss immer aufpassen, ich muss immer gucken, dass ich den richtigen Weg einschlage. Und das ist ein sehr, sehr intensiver Kampf, den ich mit mir selber führe. Ja, das ist halt ein Verhaltensmuster, woran ich arbeiten muss oder woran ich arbeite. Und für mich tut das gut, immer über die Probleme zu reden, in Anführungszeichen, und über die Sucht zu reden, weil das für mich auch weiterhin eine reine Selbsttherapie ist. Meine Taten, die ich begangen habe durch die Glücksspielsucht, bin ich verurteilt worden, auch zu Recht. Ich sehe mich auch nicht als Opfer. Und auch diese Öffentlichkeitsarbeit mache ich nicht für mich, sondern einfach für die Gesellschaft, um den Leuten mitzugeben, so, was daraus entstehen kann. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel Geld habe ich mit Sportwetten verdient? Es waren ja noch ein paar Spiele offen. Ich habe insgesamt 11 Wetten gewonnen. Da habe ich aus einem Einsatz von 125 Euro etwas mehr als 175 Euro gemacht, also ein Plus von gut 50 Euro. Aber ich habe auch 19 Wetten verloren. Also von 30 Wetten insgesamt habe ich nur gut ein Drittel gewonnen, was mich schon ein bisschen überrascht hat, weil ich meine, ich habe ja echt nicht risikoreich gespielt und mich voll an den Quoten und den Tipps der vermeintlichen Experten orientiert. Hat aber alles nichts gebracht. Hätte ich alle meine Wetten gewonnen, hätte ich meinen Einsatz von 500 Euro fast verdoppeln können. So habe ich aber jetzt einfach nur 325 Euro verloren. Sportwetten haben einfach nichts mit... Nein, das ist einfach schwierig, ne? Wissen zu tun, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, sondern sind einfach Glücksspiel und man kann Glück haben und gewinnen, aber langfristig gewinnt wahrscheinlich einfach nur der Sportwettanbieter. Wenn ihr glaubt, ihr oder jemand, den ihr kennt... Ja, ist ja zu Ende. Okay, hat mich nicht gewundert, dass er so viel verloren hat. Es ist wahrscheinlich normal. Ja, und alle, die dir was anderes erzählen, die haben das tolle System und so. Nein, nein, nein. Mein Name ist Michael Kurzow. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier habe ich noch ein Video verlinkt. Schau dir das jetzt auch an. Besuche mich auch gerne auf Social Media. Wir können uns ja austauschen. Und ich bin raus. Ciao.